Spannend, nicht wahr? So ein Video außer der Reihe. Du hast garantiert noch nicht mit abgestimmt. Wir wollen den Kanal ja für 2023 ein bisschen demokratischer gestalten. Was denn als nächstes auf diesem Kanal hochgeladen werden soll? Wir haben jetzt ja eine sehr lange Zeit immer das Gleiche hochgeladen. Zwei Riesenabenteuer bzw. Kampagnen. Was soll als nächstes kommen? Du findest unten den Link für die Abstimmung. Was werden wir denn für großartige Pen & Paper da präsentieren können? Was ist eure Empfehlung? Also meine Empfehlung ist ganz klar Zahltag. Da sind wir, glaube ich, alle mit drin zu sehen, richtig? Ich habe gehört, das soll ein sehr schönes Abenteuer sein. Eines der besten von unseren ganzen Abenteuern. Was haben wir noch? Wir haben ein Abenteuer, das in Prag spielt. Golem, richtig. Von Fabian geleitet. Ja. Übrigens auch mit einer ganz spannenden Spieldynamik. Ja, das stimmt. Das war sehr interessant. Ich weiß gar nicht mehr, haben wir noch von jemand anderem was geleitet? Doch, wir haben was von Dennis geleitetes. Großartig. Der Junge hat gesagt, oh mein Gott, das ist alles so aufregend. Ich habe voll das Lampenfieber, setzt er sich hin, guckt kein einziges Mal auf seine Unterlagen. Einmal vielleicht. Und die restlichen zwei Tage, sechs Stunden, setzt er sich einfach hin und improvisiert alles. Großartig. Also nochmal ganz anderes Spielleitervermögen als das, was ihr von uns gewöhnt seid. Viele Spielleiterpremieren auf jeden Fall. Definitiv. Und ihr habt die Möglichkeit, darüber zu entscheiden, wann sie denn starten sollen. Wir haben ansonsten noch gespielt das Abenteuer im Harz. Das war auch mit Dennis zusammen. Das war... Ach nee, ich kann den Titel gar nicht verraten, weil er zu viel spoilert. Aber auch sehr, sehr schön. Sehr spannendes Abenteuer. Sehr tiefgehend, gute sechs Stunden lang. Und Gänsehaut am Ende. Gänsehaut am Ende, ja. Abgesehen davon gibt es noch zwei weitere Abenteuer mit Julian, Peer und Nick. Die könntet ihr bereits kennen aus dem Abenteuer In der Tinte, also Crimson Letters. Auch ganz, ganz großartig. Nochmal eine ganz neue Spielerdynamik auch hier drin. Abwärts das eine Abenteuer, das andere die drei Mütter der Schmerzen. Beides sind Cthulhu-Now-Abenteuer. Und insofern auch hier ganz spannend und nochmal ein bisschen was anderes als das, was wir normalerweise machen. Ja, der Link zu der Abstimmung ist unter jedem Video zu finden in der Videobeschreibung. Live wird den ganz dick markieren, dass man ihn auf jeden Fall nicht übersehen kann. Ich kann ihn nicht dick markieren, aber ich werde die Position irgendwie UI-mäßig darstellen, sodass ihr das finden könnt. Indem ich einen Absatz reinbringe. Das heißt, ihr könnt euch auf jede Menge wirklich spannende Abenteuer freuen und dürft sogar mitbestimmen, wann welches kommt. Geht jetzt runter in die Videobeschreibung und stimmt ab. Keine... Entschuldigung. Übrigens, danke für das Like gerade und auch danke für das Abo, wie auch immer, dass ihr uns da zur Verfügung gestellt habt. Ihr werdet nicht enttäuscht werden vom Content, der in der Zukunft kommt. Und wir kommen dann auch bald beim nächsten Mal wieder auf euren Bildschirm. Wir freuen uns drauf. Und mit dem Code REALLIFE gibt es sogar 10% Rabatt auf alle Abonnements. Genau. Aber erstmal ist es kostenlos. Und insofern freut euch auch viel davon in der Zukunft. Macht's gut.